Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender Türchen Nummer 12 mit dem lieben Nick. Hi. Hallo. Wir haben heute beide keine Kameraden. Ich weiß nicht, ich hatte keinen Bock, obwohl er gerade sogar neben mir sitzt im Zimmer. Also ein guter Kumpel auch von mir. Wir kennen uns schon länger. Und da ist ganz verrückt jetzt. Ne? Wenn wir nochmal nebeneinander sitzen, ist sowieso nochmal verrückt. Aber ich hatte heute echt keinen Bock auf Kamera, Leute. Sorry, verzeiht's mir. Wir spielen die Prognose Paderborn gegen Union Berlin. Ich bin zu Hause, ich bin Paderborn. Und ja, wird schon gut, ne? Du hast noch nie FIFA 20 gespielt. Wir haben nicht mal ein Testspiel gemacht. Wir haben heute so wenig Zeit, dass wir nicht einmal ein Testspiel gemacht haben, Leute. Das wird absolut verrückt jetzt für dich. Hier siehst du schon, Mike Let's Play gegen Adventskalender 3:3. Du musst den Adventskalender pushen jetzt. Du musst die Statistik so halten. Ja, locker. Hoffentlich nicht. Aufstellung ändern wir nichts, ne? Naja. Was sagst du so? Also jetzt Tipp für unser Spiel. Nicht fürs echte, sondern für unser Spiel. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Also eigentlich bist du ja schon E-Sportler, ne? ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt lustig ist. Ich tippe mal ein 2-1 für dich. Für mich? Ja. So knapp? Mhm. Ich sag 5-0. Okay. Und fürs echte Spiel, weiß nicht, willst du deinen Tipp abgeben fürs echte Spiel? Traust du dir das zu? Boah. Ja. Bin ich ganz bei dir. Ich denke, Union gewinnt 3-1. Sagst du? Okay, ich gehe. Ah, boah, das ist schon eigentlich ist schon ein hartes Spiel. So. Also ich denke nicht, dass Union Berlin gewinnt. Aber Paderborn auch nicht. Also ich denke, das läuft eher auf ein schmackhaftes 1-1 raus. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Leute, meine Tipps hauen ja immer richtig gut hin. Ich bin gespannt. So, dann starten wir rein in die Prognose. Paderborn gegen. Ja, nee, Paderborn übrigens, ja, gegen Union! ja, den Insider verstehen nicht alle, aber ja. Also du denkst hier, dass du 2-1 davon kommst, obwohl du kein FIFA 20 gespielt hast. Nee. Ist dein Controller auf klassisch gestellt oder sprintest du mit Absicht nicht? ja, dafür kriegst du jetzt erstmal direkt. Oh! Alter. Heiliges! Hey Leute, ihr müsst das ja wissen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist hier, ne? Aber ich nehme gerade mit dem Typen auf, mit dem Nick, mit meinem allerbestesten Kumpel, der immer die Best-Offs macht, ja. Also er schneidet immer die Best-Offs auf meinem Kanal. Wird übrigens bald wieder eins kommen. Für Mitglieder kommt es jetzt am Wochenende, morgen oder übermorgen. Also falls ihr noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, ne? Nur 1,99. Und für alle anderen kommt es wahrscheinlich so Montag oder so. Mal gucken. Ja, sehe ich schon kommen. Das ist jetzt das 1-0. Als ob ich so gut Freischüsse könnte. Den mache ich von 30 Metern. Der ist das egal. Ja. Gar kein Problem. Der ist so drin, den sehe ich jetzt schon im Tor. Ja, siehst du, den hast du gesehen. Ziemlich knapp. Ja. Also bisher ist er gar nicht so einfach. Geil. Boah, das war aber jetzt. Das ist schon schmackhaft eigentlich. Oh Mann, da wollte ich dich nochmal hier an dir vorbeilaufen. So nicht. Hätte ich natürlich auch besser machen können, aber ich wollte schick machen, ich weiß nicht warum. Hast du denn geraucht? Oh, war das knapp. Nicht im Ernst. Das wäre fast ein Elfer gewesen. Michel, diesmal machen wir es nicht so kompliziert. Und dann ist es das 1-0. Yeah. Ja! Nice one! Paderborn gegen Union! ist das dumm. Ja, war schon nicht schlecht gemacht. Ich dachte schon, du catchst mich jetzt da oben. Aber ich habe mich dann so ein bisschen nach unten und dann... Kannst du mich wieder komplett an die Steuerung gewöhnen. Ja, das glaube ich dir schon. Aber dafür bist du gar nicht so schlecht. Oh! Es wird aber ganz riskant hier. Uiuiuiui. Oh, Michel! 2-0, yes! Da ist er noch. Nice one.
Ich sag ja, 5-0 ist realistisch. 2-0 jetzt schon, jetzt nochmal eins nachlegen in der ersten Halbzeit. Kann man auf jeden Fall machen. Ach du Scheiße. 20. Ach, was? Was war das für ein Ball? Berlin. Lächerlich. Ja, das 2-0 zur Halbzeit. Ist okay. Geht in Ordnung. Ja. Aber. Ja. Also Effizienz war es auf jeden Fall. Effizient war es. Ja. Sehr gut. Oh! Oh! Ja, eben hier über Freistoß. Weil ich die so gut kann, ne? Bitte nicht. Torwart war viel zu schnell in der Ecke. Das war so unfair. Oh, lol. Das. Scheiße! Ja, ich dachte, der kommt besser, aber irgendwie. Ja. Was? Hallo, Alter! Nix! Wahrscheinlich gibt er mir ja auch keine Karte. Also, was? Das ist ja so korrupt. Schon wieder ein Schiedsrichter gekauft hier. Mamba! Mamba, da kommt der Goalgetter von echten Paderbornern. Ja, perfekt. Jetzt reingehen, ne? Da ist Mamba. Da ist Mamba. Und da ist Michel. Jawohl! Ja. 3-0. Mamba eingewechselt. Michel trifft zum dritten. Durch die Vorlage von Mamba! Ja, nix. Aha. Das gibt natürlich nix jetzt. Da unten, ich sehe doch Mamba schon wieder da laufen. Da ist Mamba. Mamba und oben. Ich weiß es nicht, wer es ist und es ist abseits. Ja, gut. Aber es war ganz schon gut gemacht. War nicht schlecht. Das war cool, der Lupfer ganz trocken. Da ist es nicht das 4-0. Oh, war das haarscharf. Was? Für ein Betrug? Mal nochmal Standbild hier. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Mamba steht doch auch schon da weiter vorne. Ne, das war so eine Fake-Abseitslinie gerade, ohne Spaß. Oh, Mann, hier muss schon das 4-0 fallen. Ich will wenigstens noch einen Ehrentreffer machen. Oh. Mann. Ja, nicht schlecht der Run, aber der Schuss, der war schon extrem kacke. Und da ist Michel! Oh, den muss er eigentlich vierte. Aber auch bringen. Nicht das vierte. Oh, was ist hier los? Oh nein, verdrückt, fuck. Mamba! Mamba! 4-0, endlich! Oh mein Gott. Und es ist Mamba, der das Tor macht. Yes. Jetzt noch das fünfte. Ich hab meinen Tipp, ey, das. Nee, das fünfte war ja eigentlich schon das Abseits-Tor. Ich verstehe. Es war kein Abseits. Immer noch nicht. Es macht einfach null Sinn. Ich dachte, der geht daneben. Aber ja, er hat ihn reingehauen. Komm, es ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt sehr offensiv. Komm, das fünfte muss eigentlich jetzt noch kommen. Ja. Du bist korrupt! 4-0, aber. Ja, ich denke, also, es geht in Ordnung. Das ist aber also, realistisch, ist denke ich nicht. Aber an sich geht es schon in Ordnung. Abseitstor, unzurecht, aber kann hier. Ja, und noch ein paar Schüsse so, eigentlich, ja, hätte schon mehr sein müssen. Wir gehen rein in die krasse Challenge. Let's go. Alter, ich würfel gleich aus. Alexa, würfel. Okay, es ist eine 7. Ha, ausgetrickst. Okay, es ist eine 6. Ha, ausgetrickst. Distance, ja, super. Ja. So Leute, wir haben gerade ausgewürfelt, habt ihr bestimmt gerade gehört. Distance Challenge ist geworfen, wir konnten uns nicht entscheiden, keine Ahnung. Ich habe das heute überhaupt nicht vorbereitet. Wir machen das natürlich wie immer mit Zufallsteams. Ich würde sagen, der Gast fängt an, ich lasse dir die erste Chance. Okay. Ja. Na, geht sogar, also 3 Sterne. Ist okay. Schauen wir mal. 1,5! 1,5 Sterne. FC Walsall. Krank. Ja.
Für Distance bestimmt richtig gut, ja. Die hauen die Dinger aus der Entfernung rein. Eine nach dem anderen flattert da aufs Tor. Ja, umstellen brauchen wir hier sowieso nichts. Ja, immerhin bist du halt schlecht, ne? Ja. Also extrem schlecht. So Leute, wir gehen rein in die Challenge. Distance Challenge mit diesen Teams. Unglaublich geile Idee. Ja, jetzt der erste Ball mal bei dir. Oh, jetzt werde ich aber richtig hochgenommen. Was ist da denn los? Ja. Ja, das war ja. GG. Ja! So ein schönes Tor, habe ich selten gesehen. Ja, da konnte ich jetzt dann nicht mehr außerhalb schießen, aber es ist 1-0 für Valsalla. Ja. Yes! Nice one. Das war schon geil. Vor allem den Tor dann nochmal dran. Ja, hä? Ich habe irgendwie rotes Time-Finish getroffen, also so ultra schlecht, der wäre sogar daneben gegangen, der Schuss. Dann weiß auch nicht. Haut ihn den Torwart dann doch nochmal rein. Zählt dementsprechend auch als Eigentor. Verdient aber. Jetzt den sehe ich schon kommen. Warum geht der Ball so weit raus eigentlich? Der rennt einfach nicht. Ja, war innerhalb. Hast du das gesehen? Scheiße. Mann, ich wollte den außerhalb machen, aber es hat nicht geklappt. Der Spieler ist einfach ganz normal dahin gechockt. Ja, war, er hat keine Gefahr gesehen in dieser Situation. Ja. Zu Recht auch. Ja. Mann, guck dir der das hat mal so an. Lange gebraucht, bis er da zum Ball kommt, weil sonst hätte ich den viel schneller schießen können. Aber gut, ja, er ist drin, ich will mich nicht beschweren. 2-0, dann müsstest du jetzt quasi eins von außerhalb treffen, um überhaupt mal auszugleichen. Führung gehen ist jetzt dann nicht so dein Ding. Jetzt habe ich schon wieder. Aber die ballen die rein, wie verrückt. Ja, ich weiß auch nicht. 3-0. Bei mir kommt kein Ball durch. Aber es hat schon wieder zu lange gedauert. Ich meine, von 30 Metern brauche ich mit meiner Mannschaft nicht schießen. Ja. Deswegen will ich schon relativ nah an den 16er. Und dann wollte ich hier, zack, spiel zurück und jetzt wollte ich schießen. Und dann läuft er noch zwei Schritte, ist innerhalb. Ärgert mich ein bisschen selber. Aber Valsalla, Valsal führt mit 3-0. Das heißt, selbst ein Distance-Tor würde dir jetzt nichts bringen. Guck dir mal solche Bälle an. Halbzeit. 3-0, sogar ein Tor mehr als gerade eben zur Halbzeit. Ja. Verrückt. Ich glaube, das ist einfach der Trick. Du musst einfach auf offensiv stehen. Okay. Nein, jetzt wird aber hier gedrückt. Siehst du, offensiv bewirkt jetzt schon Wunder. Guck dir das an! Ja, war auch dein erster Schuss erst. Also aufs Tor. Naja, bei dir wäre so einer safe rein. Yeah. Einer um! Den Sacknäger, du! Oh, was machen die jetzt für Fehlpässe? Alter! Was ist jetzt los? Oh, geil! Zweier zählt es. Das ist doch scheiße. Das finde ich jetzt dreist. Weil die ganze Zeit Fehlpässe spielen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schon zum 50. Mal jetzt. Hier, guck, noch einer und dann direkt nochmal. Ja, guck, jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Ja, ist beschiss. Schuss war aber nicht schlecht. Jetzt muss... Alter... Wow! Der Alter. Kann ruhig auch innerhalb sein. So krass wie der war. Der war geil, ja. Da ist wieder das 4-2. Dass dein Torwart den nicht hat, ja, ist schon ein bisschen komisch. Aber verdient mal wieder. Nee. Der war echt nicht schlecht. Das war richtig komisch, aber das. Hä? Hey, ja, geil. Gutes Spiel. Ich hätte jetzt hinlaufen können, aber so geht's natürlich auch. Abseits. Ich hätte nicht nochmal passen dürfen. Ja. Aber er wäre eh wieder außerhalb. Hier hätte ich auch gleich mit dem schießen können oder so, aber nein. Ja, den hat er nicht mal sicher. Nochmal auswechseln. Das ist jetzt so ist gut wie vorbei. Ja, jetzt ist vorbei. Nochmal ein Eckball. Jetzt haben wir auch noch ein paar von außerhalb nochmal von mir. 4-2. Boah. Alle von innerhalb. Das tut mir ein bisschen leid. Du hast die Challenge mehr erfüllt als ich eigentlich. Nichtsdestotrotz konnte ich gewinnen. 4-2, 4-0.
Ja, gutes Spiel. Ich denke, es war okay. War, ja, bist ein fairer Mann, perfekt. Wie gesagt, freut euch aufs Best-of vom Nick, das wird richtig, richtig cool, hoffentlich. Es müssen witzige Szenen eigentlich dabei sein, das ist auch ganz kritisch immer. aber okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin, wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 13. Ja, haut rein. Ciao, ciao.